Was? Ah! Antifluchtrank. Ja, braucht doch kein Mensch. Na gut. Irgendwann brauche ich das bestimmt. Fluchfall. Ach du Scheiße! Metzger, ne? Böser Metzger, genau. Boah, der. Der hat ja einen Todesschrei. Ist ja schlimm. So. Ja, später. Genau, wenn ich verflucht werde, genau. Dann kann ich meine Waffe nicht einsetzen. Oh. Boah, du hältst so viel aus! Mein Dickerchen. Puh. Okay. Was erwartet mich? Noch nichts Böses? Bisschen Lebensenergie wäre auch cool. Ich habe Angst, gleich in den Tod zu rennen, weil wenn ich einmal getroffen werde, ist vorbei. Scheiße. Dann kommt das Vieh auf mich zu. Ah. Gut. Gehen wir erst hier runter. Also das Rätsel, da muss ich euch jetzt nicht erklären, da kommt ihr alleine drauf. So. Außer ihr wusstet nicht, dass ich keine Kisten verschieben kann. So. Physik for the win. Und runter. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt dieses Let's Play mache. Ach, bis ich keine Lust mehr habe. Spätestens um 15 Uhr Schluss. Ach, scheiße. Erst bin ich so eine Großfresse und dann komme ich hier doch nicht hoch. Ach, kacke. Oh, ne. Ne. Ich gehe jetzt nicht zu diesem komischen Hopper da. Fleeman oder Flohmann oder so ähnlich hieß der. Das Vieh, was mir vorhin da ins Genick gesprungen ist. Aber ich glaube, hier komme ich auch nicht hoch, oder? Ne. Muss ich den Trank benutzen. Das wird witzig. Und damit sollte man ihn eigentlich gut besiegen können. Ha! Schaut mal! Die Frau ist nackt. Gut, lass mal den Unterleib weg. Aber... ist das nicht erotisch? Ich weiß überhaupt nicht. Wow! Wie die weggeschleudert wird. Das hier ist Ektoplasma. Die verfluchen mich, wenn sie mich berühren. Boah, wie die weggeschleudert wird, Alter. Lass mich bloß in Ruhe. Oh, du brauchst ja zwei Schläge. Hab ich gerade gar nicht geschnallt. Was? Da. Lehman. Da. Hey! Flohmann, hüpft wie irre herum. Ja, zeige ich euch auch mal. Ich sollte euch alles einmal zeigen. Hier. Yeah. So, das war der Flohmann. Er hat aber auch einiges was angerichtet, also so schlecht war der jetzt nicht. Was war purer Zufall? Ach, genau. Wie? Ach, ist egal. Also hier. Das Ding. Darauf kann man stehen und ich glaube, das brauche ich auch. Fledermaus, so, jetzt aber. Scheiße. Verflucht. Doch, wie? Ah ne, Fluch, es lutscht mir die Mana aus. Ach so? Das ist auch scheiße. Finde ich auch, ist auch nicht sozial von euch. Kann ich ja gar nicht mehr fliegen. Oh, guck mal, Herz. Boah. Drecksviech. So. Na, die Wand war ja auch offensichtlich. Eine Melone? Moment. War das hier? Nein. Schon gut. Ich werde nicht verraten, was ich gerade vorhatte.
Es gibt halt nur einen Raum. Da taucht ganz, 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 ganz selten mal ein Monster auf. Ein bestimmtes. Und ja. Ich dachte, das wäre schon der Raum. Was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Bin mal richtig Bastard jetzt. Oh bitte, ich glaube, hier kann man speichern. Ja! Schön, schön, schön. Oh, wieder voll Leben. Klasse. Puh. Die Hexen, ich finde die so süß. Was? Ja! Mensch! Mädchen. Gehe ich nach unten oder gehe ich nach rechts? Ich gehe mal erstmal nach unten. Da fällt mir gerade bei einem Castlevania-Teil etwas Besonderes auf. Ich weiß nicht, ob es der war, wenn ja. Oh, 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 Niet, 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 Niet. Das da ist ein wichtiges Buch. Das brauche ich. Wieso werdet ihr noch sehen am Ende des Spiels, aber das brauche ich bald. Oh, wer bist du denn? Hey, du bist sicher Sommer, nicht? Du musst es sein. Ja, aber wer bist du? Oh, Verzeihung. Ich bin Yoko Belnades. Ein Mitglied der Kirche. Wieso sollte ein Mitglied der Kirche mich erkennen? Du kennst doch Alucard, ich meine Genja, Arikado, stimmt's? Schon, aber... Er erzählte mir von dir. Ich soll dir helfen, wenn du Probleme hast. Das soll Arikado gesagt haben? Schwer zu glauben. Nun ja, er wirkt zuerst kalt, ist aber eigentlich ganz in Ordnung. Vielleicht sorgt er sich um dich, weil ihr beide dunkle Kräfte besitzt. Moment mal, hast du gesagt, meine Kräfte seien dunkel? Ach, hast du das aber nicht gewusst? Oh nein, habe ich da was gesagt, was ich... Naja, jetzt ist es raus. Im Grunde hast du die Macht, Ungeheuer zu beherrschen. Ungeheuer zu beherrschen? Aber das will ich gar nicht. Es ist so natürlich wie Atem für dich. Darum ist es dir nicht klar. Und dunkle Macht heißt nicht unbedingt, dass sie böse ist. Sie ist wie eine Waffe. Der Benutzer nutzt sie zum Guten oder Bösen. Wenn du es so erklärst, geht es mir schon etwas besser. Seit ich die Macht habe, weiß ich kaum noch, wer ich bin. Du bist du selbst. Du könntest niemand anderer sein. Zweifle nicht an dir, sei zuversichtlich. Das ist am wichtigsten. Ich glaube, ich verstehe jetzt. Danke, Yoko. Normalerweise bedankt sich niemand bei mir. Ach, da fällt mir ein. Hast du einen gewissen Graham gesehen? Graham? Ja, den habe ich vor einer Weile getroffen. Nimm dich vor ihm acht. Ich glaube, er wird Draculas Macht erben. Bestimmt nicht. Der hat nicht wie ein übler Typ gewirkt. Klar. Darf ich dir auch einen Bären aufbinden? Täusch dich nicht. Er ist nicht der, für den du ihn hältst. Na schön. Ich muss los. Ich muss Graham finden. Man sieht sich. So. Das war Yoko. Ich hatte gerade irgendwo. Oh. Ich hatte gerade irgendwas vor. Das habe ich jetzt aber vergessen. Irgendwer geistert vor meiner Tür herum. Das geht mir ein bisschen auf den Sack. Deswegen bin ich gerade ein bisschen abwesend. Ich werde gerade irgendwas machen. Irgendwas wollte ich machen. Genau. Ich weiß nicht, ob es in diesem Castlevania-Teil war. Auf jeden Fall in einem Castlevania-Teil ist das ganz eigenartig. Da gibt es so Räume, die haben ganz seltsame Hintergründe. Also hier, wo Hintergründe wie hier dieses Gemälde und diese Statue hier. Und da waren Zahlen im Hintergrund. Ich glaube, das war in Harmony of Dissonance. Ich kann mich auch irren. Aber was diese Zahlen zu bedeuten haben, weiß ich nicht. Falls ihr das Spiel mal spielt, müsst ihr mal darauf achten. Es gibt teilweise so eine komischen Räume, da stehen Zahlen im Hintergrund. Und jedes Mal andere. Keine Ahnung, vielleicht wisst ihr, was das damit auf sich hat. Naja. So, dieser Minotaurus hier ist auch ganz lustig. Der macht böse, böse Aua.
wenn er mich den treffen würde. Haha! Da. Gut. Ist hier vielleicht eine Zahl im Hintergrund? Nein. Ist nur Geld. Nee, ich glaube, es war nicht in Area of Sorrow. Nee, garantiert nicht. Aber trotzdem, es hat mich immer irritiert. Ach, okay. Was machen wir? Ja, der ist cool. Ich weiß nicht, ob ich hier schon hin soll oder ob ich erst den Boss machen sollte. Arschloch. So. Schauen wir mal. Boah. Böse Hexi. Oh yeah. Peitschenklinge. Bekannt aus nahezu jedem Castlevania. Die legendäre Peitschenklinge. Eigentlich. Boah, hat die eine Reichweite. Leute. In den meisten Castlevania-Teilen heißt dieses Ding Vampirkiller. Und lässt sich normalerweise auch ganz cool drehen. Aber das ist hier nicht der Fall. Naja. So. Ding. Da oben war kein... War da oben erst... Nee, Quatsch. Bin verwirrt. War da oben erst ein Speicherpunkt? Ja, oder? Ich bin noch... Irgendwie bin ich ein Dussel. Nee, scheiße. Ich hab keine vollen Leben. Das zackt mich ein bisschen an, aber was soll's. Moment, ich nehme mal besser wieder Schädelschütze. Hat mir gerade auch XP gebracht. Okay, wer kommt jetzt? Wer kommt jetzt? Wer kommt jetzt? Ich hab Angst, ich hab Angst, ich hab Angst. Ach du. Ist ja auch kein Ding. Pariert! Oh, das ist geil. So. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, nicht wahr? Los in Ruhe, du blöde. Blöder Kackpratze. Blöde Kackpratze. Stimmt. Ha. So. Also, ich darf auf keinen Fall auf seinen Schild schlagen. Gott, der pariert aber sowieso bloß. Weil ich kann seine Füße treffen. Seinen Kopf. Also irgendwie, so schwer bist du gar nicht, ne? Du hältst einfach nur unglaublich viel aus. Das war alles? Also die Bosse werden noch mal einige schwerer, keine Angst, Leute. Das bleibt nicht so langweilig. Hey! Was hat denn ein Kind wie du an so einem Ort zu suchen? Ein Kind? Ganz schön unhöflich. Opa! Oh, sorry. Mein Name ist Hammer. Die Armee hat mich hergeschickt. Hi, ich bin Soma. Da untersuche ich einen Schrein und plötzlich bin ich in diesem Schloss. Das kann man doch nicht so einfach mit einem machen, oder? Also bin ich aus meiner Mission ausgestiegen. Was meinst du damit? Am Schrein hatten sich einige komische Leute versammelt. Ich dachte, das würden gute Kunden. Also habe ich einen Laden aufgemacht. Gute Idee. Im Schloss gibt's überall Waffen und am Eingang sind keine Monster. Ideal für einen Laden. Schau mal rein. Bei mir kriegst du einen guten Deal. Man sieht sich. Das ist Hammer. So eine geile Sau.
Einen Laden? Kapier ich nicht. Sogar, ich finde das Gemälde hier hinten cool. Na gut.